Ja, hier wieder mit Quali und zu einer neuen Folge Baldur's Gate 3. Wir sind hier bei den Spinnen und haben keine kurze Rast mehr über. Und unser Barbar ist angeschlagen. Weiß nicht. Mal gucken, ob das irgendwie... Wir haben auch keinen Kampfrauschladung mehr über, ne? Vielleicht gehen wir auch irgendwie einfach erstmal ins Lager. Kann man das hier so in so einem Spinnending? Ja, kann man. Klar. So. Wir haben auch, glaube ich, unseren Heiler, unsere Ablativ-Lebenspunkte verloren jetzt im Kampf. Da liegt er. Wir müssen ihn also wiederbeleben. Mal hier hin. Fate spins along as it should. Ja. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Ein Gefallenen. Which of them dost thou require? Hier, this is the so. Price of balance. Haben wir so viel? Ja. Thou wilt now find them as they were, exactly as thou last remembered them. Dost thou require anything else? Nö. Wir lassen ihm auch jetzt erstmal die Knete. Ist es eigentlich möglich mit ihr? Potenziell? Nee. Müssen wir warten, bis sie ein Level-Up hat. Und dann schauen wir mal, ob die auch diese... Schnelligkeitszauber kann. Gott, keep moving. Yes. So, du bleibst jetzt erstmal, aber wann, wie genau wird man so ein Vampir? Genau, fragen wir mal. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Ah ja. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. You're free. And a true vampire. Ach so, theoretisch. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me, it doesn't happen. Kennen wir aus Vampire the Masquerade, huh? Yeah. What's to tell? I was sired by a vampire named Cazador. Everything before that is so long ago, it's ancient history. And everything that came after, well, that's rather not... Der Helm sieht so scheiße aus. I was attacked. A gang of vagrants, a tribe of wandering Gur, took issue with a ruling I'd made. They beat me to death's door when Cazador appeared. He chased them off and offered to save me, to give me eternal life. Given that my choices were eternal life or bleed to death on the street, I took him up on the offer. Klassische Geschichte. It was only afterwards I realized just how long eternity could be. Ja. I was a magistrate, working to keep the peace in Baldur's Gate. Imprisoning troublemakers, that kind of thing. I can't remember much, truth be told. Centuries of torment will do that to you. Yeah. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands, but now
I've been conveniently lost. They won't ever control me again. Tja, ist wohl der Einzige, der das bis jetzt gut findet. mit dem Mindflayer-Ding. Bleibt mal lieber nur mal hier. Darling, I'm hurt. I thought we had something special. Ja, ja, ja. I guess I'll spend my evenings lounging here. Well, you do all the hard work. It sounds awful. Ich brauch doch nur meine Aperitif-Lebenspunkte. Something's on my mind. This vessel is at thy disposal. Ja, ja. Do what thou wilt. Ja, folgt mir. This soul awaits thy command. So, hat Gail noch irgendwas Tolles zu erzählen? I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Erzählt mir mal. Let's see. I hail from Waterdeep, City of Splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. Ja. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. Ist das so? There. Ja. Certainly. That I have a great respect for privacy, for instance, especially my own. Mit Weisheit, ja. Probieren kann man es ja mal, ne? 15. Nö. Try as you might to breach his inner thoughts, Gale swats your efforts away with infuriating ease. I have a very disciplined mind. Those tricks won't work on me. Please don't try that again unless I invite you to. The instructions were easy enough, weren't they? If slightly elaborate. Like I said, I'm dangerous even in death. I'm merely trying to protect those around me. I find that a healthy amount of theatrics, a voice from the beyond, a magic flute, a friendly, if highly combustible magma mephit, tends to make for a more compelling case. If nothing else, I'm sure I piqued your curiosity. Hmm. We all have our burdens, one way or the other. Na gut. Dieses Gespräch habe ich mir schlimmer vorgestellt. Gail quatscht immer so unglaublich viel. Was ist denn hier mit unserem Warlock hier? The goblins still infest the roads. As long as their leaders live, Zevlor's people are trapped. Hm. Ja, verstehe ich. Mhm. Karlak's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it. And she was planning to return. One of the archdevils, Ariel's own. Chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mindflayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlak might be taking, the damage she might be doing. A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. All right. What else is on your mind? A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. Ah. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. So schade. Mhm. By all means. Hast du noch was Tolles zu erzählen hier? Wie bist du denn hier zu einer Klinge? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it.
A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Hmm. No, but he named me friend, and that meant the world. But what of the others? The children never saved, the cries never heard. In the boy's tears, I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. Und vorher? Baldur's Gate, born and raised, the only son of a single father. He wanted one life for me. I chose another. We haven't spoken since I left the city. A classic drama. A staunch father and his rebellious son. Better heard from the bard's lips than mine. Stimmt. Aber wir haben keinen Baden. Leider. So, was ist denn mit Shadowheart? The Blade of Frontiers. Ach, der Helm. Die Helme sehen kacke aus. Ich muss sie abstellen gleich. We'll need all the help we can get. What can I say? They were eye-catching. Consider me an art lover. Ja, nee, ist klar. There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Garantiert nicht. Obwohl mir einer auf den Kopf haut, vielleicht. Ja. We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Perhaps, perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Yeah. Let's just say it's a very personal, very private acquaintance. Mm-hmm. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halsin is our best bet. Das stimmt, ja. I don't think I've ever had a confidant quite like you. And ja. If I have, I can't remember them. Ich bin ja auch ziemlich muskulös. Klein und muskulös, ja. Getrennte Wege, nee, wir haben ja schon hier besser kennenlernen, haben wir schon. Alles klar, passt schon. So, ja. Haben wir sonst noch irgendwen? Glaub nicht, ne? Gucken mal kurz ins Inventar, können wir irgendwas hier rausschmeißen? Aber wir haben so unglaublich viel, wir müssen auch direkt irgendwie mal wieder einen Händler finden. Nach den Spinnenhöhlen machen wir das mal. Direkt mal Händler gucken. Ich glaube, die Sachen können wir mal ins Lager senden. Und auch hier die Fackeln. Und Fackeln kann man später im Spiel nochmal ganz gut gebrauchen. So, und dann geht's ab in die Haie, würde ich sagen. Cursed to put my hands on everything. So, Abend. Irgendjemand noch was zu quatschen? Shadowheart, nein. Sieht euch aus, nein. Perfekt. Können wir einfach schlafen gehen hier. So, wir versuchen mal hier die schweren Sachen zu essen, damit die mir nicht so auf der Tasche liegen. So, was haben wir denn hier? Guck mal hier, 3. Das ist ja alles super, super schwer. Ja gut, das bringt direkt 40, das ist, ja. Was haben wir denn hier noch? Ah, da guck mal hier, so ein leckerer Schweinebauch. Hm.
So. Das passt schon. Lange Rast. Mitten in so einer verdreckten Spinnenhöhle. Yum, 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 yum. What to do? Lecker, lecker. So. I'll catch a break. Let's get going. Come, bleib hier. This vessel is at thy disposal. Ja, do what thou wilt. Dann warte mal im Lager auf mich. Thou art the master, so it shall be. Ja. Und? Ja, ja, okay. Nee, Shadow hat nicht. Ja. I have something to ask. Starion will ich hier, muss ich ja wieder einpacken. Hm. Need something? So, und Gail. Hier. Hier, auf den. Da. Komm hier rüber. Immediately. Ich zauber das auf den. Lange Schritte, perfekt. So, und wir selber müssen ja auch noch hier mit Tieren reden. Zack. So. Und dann geht's ab in die Spinnies. Lager verlassen. So, jetzt haben wir fast eine Viertelstunde einfach nur mit Leuten gequatscht. Ich glaube, wir machen hier mit Gail auch direkt schon mal hier die Magierrüstung. Ich komme ja garantiert jetzt irgendwie was Schlimmes noch. I have a lot on my mind. And, well, in it. Ich glaube, die ganzen Spinnen, die hier in dem Raum waren, die haben alle schon angegriffen. Die haben ja schon alle platt gemacht, nicht wahr? Ich Mistenfeuer. Gehen wir mal an Astarion. Das Buch. Wo ist das neue Buch? Die dunklen Justiziare haben alten Bastard erwischt. Okay. Ich bringe das Buch der Nekromantie zurück. Also. Interessant. Hier drüben ist noch ein totes Goblin-Kind. Ein Skelett. Oh. Rasende Eile. Wenn der Träger im Kampf maximal 50% seiner Trefferpunkte hat, erhält er einen Zug lang Wucht. Was ist denn Wucht? Restliche Dauer des Effekts ist die Bewegungsrate erhöht. Ja. Ist okay, aber dafür müssen wir auch erstmal Lebenspunkte verlieren. Das wollen wir ja eigentlich gar nicht, ne? Hier sind die Leute irgendwie eingesponnen. Ist ja ekelhaft. Ekelerregend. Bah, bah, bah. Erinnert mich daran, dass bei uns vor der Haustür so eine dicke Spinne gerade haust. Die muss ich aber mal wegmachen nachher. Nach der Aufnahme. Hier sind noch ein paar Eier. Und wenn ich die jetzt kaputt mache, kommt bestimmt wieder irgendwie ein Spinnenvieh und haut mich oder so. Ah, ein dicker Heiltrank. Auch den können wir bestimmt sehr gut gebrauchen. Hier ist noch ein Fass. Mit Wasser drin. Ich war hier, kann ich das hauen? Oder abschießen? Da ist ein Lederhelm dran. Perfekt. Also, wenn ich die Leichen hier runterschieße,
Also sind sie alle weg, die Leichen. Okay. Aber hat mir einen Lederhelm gebracht. Ist doch auch mal ganz in Ordnung. So. Mal hier rüber. Ups. Ups, ich glaube, das war nicht gemeint. Ich wollte hier rüber laufen. So. Hier ist ein Knochen. Okay. Da unten ist wieder eine Spinne. Kann ich die von hier abschießen? Das wäre ja geil. So ganz aus dem Sneaky. Aber wenn die gleich wieder zurückkommt, kann ich die von hier abschießen. Komm zurück. Ja, machen wir es sogar noch besser. Wir machen mal hier so ein. Und dann gehen wir hier rüber und dann. Ich mit meiner überragenden Geschicklichkeit werde dieses Ding jetzt abschießen. Hier ist noch einer. Und noch ein Ohr. Aber die haben wir auch noch alle nicht gesehen, oder? Fehlschlag. Geil. Super. Wofür habe ich dich mit deinem Riesen. Ja gut, bei 49 ist das okay. Ist noch nix. Prima. Das Ding kommt rüber. Okay, alles klar. Kleine Spinnies. Das schon mal weg. So, komme ich dann die schon dran? Nee, komme ich nicht. Alles in Ordnung, glaube ich gerade. Nein, Nahkampf möchte ich auch nicht. Ja, hier. Boah, ein Crit. Ich ziehe mal alles zurück, was ich eben über dich gesagt habe hier. So. Du hast mich eben hier angespuckiert, hä? Spucki ich mal zurück. Okay, oder auch nicht. Oh nein, die ganzen kleinen Spinnies. So, Gale. Guck mal, da komme ich da dran mit einem Zauber. Ist das möglich? Vielleicht, wenn ich näher dran gehe. Schade. Und dir das Spinnennetz unterm Hintern wegseppen. Nicht genug Bewegungsrate. Gehen wir wieder zurück. So, wieder mal hier, Astarion. Ja. Du kannst hier mal schießen.
und zurück. Und we'll do it my way. Okay, die ist jetzt hier rüber gejumpt. Okay, alles klar. Die jumpt runter. Noch mehr kleine Spinnies. Okay, alles klar. Gehen wir hin, hoffentlich zumindest. So, diese Spinne ist jetzt noch hier drüben irgendwo, ne? Ach, da oben. Okay. Kriegst du das? Gewurzelt hier das Ding? Vielleicht mal noch näher dran laufen. So. Lass das Netz einfach erschießen. Bam. So, und die Spinne ist dadurch tot. Sehr schön. Genau so habe ich mir das gedacht. Gut gemacht, Herr Ward. Perfekt. So. Hier, so ein kleines Spinni. Ha! Minus 1 Spinni. Diese kleinen Spinnies kommen jetzt hier alle rüber. Hm? So. Ah, dein Zauber ist nicht vorbereitet. Der wäre jetzt natürlich geil hier, ne? Große, ne. Aber ich kann wieder eine kleine töten. Bom, kleine weg. Wieder zurück. Astarion kommt da aber garantiert nicht dran mit seinem Ding. Bleibt er mal hier einfach in der Hocke. So, die kommt näher. So. Mal zurück. Fluh! Fehlschlag. Jawohl. Genau so muss das. Not. Großschwert. Zweikampfhammer vielleicht. Nach da unten. Fernkampf, Barbar. Oder auch nicht. Mal hier hinter den Stein. Na, jetzt kommen die ganzen kleinen Spinnies hier. Und hauen alle auf die Waffe ein. Okay, kann man mal machen, ne? Muss man aber nicht. So. Du. Stehst hier kacke wahrscheinlich. Dem kann man es mal machen. Und so zurück. Kleine Spinni ist angekommen, noch ein Spinni ist angekommen. Achtung! Au! So, Astarion, du hast doch hier so ein Teil von mir gekriegt. Hier, guck mal. Das da. Schmeiß das doch mal. Hier. Schmeiß das doch mal hier so drauf. Perfekt. So, und jetzt kann ich leider nichts mehr machen groß, aber ich könnte mich noch... Okay, verbergen geht nicht mehr, weil die wahrscheinlich jetzt hier stehen, aber ich könnte hier rüberlaufen. Dieses Spinni hauen mit meinem Dolch.
Lebt er noch? Tatsache. Und dann könnte ich noch Gift, weiß ich nicht. Nee. Ich bin jetzt hier oben. Okay. So, oh, Gale ist hin? Ist ja mal wieder one-shotted worden. Ätzend, Gale. Gale. Nicht so geil. Astarion braucht auch drin Heilung. So. Ist es jetzt Zeit für Barbaren-Rage oder ist es noch nicht Zeit für Barbaren-Rage? Ich glaube, es ist Zeit für Barbaren-Rage. Und für eine tote Spinne. So. Aber das macht sich da unten nur ganz gut, das Ding, ne? So, Gale, weißt du, kannst du hier so eine Spinne hauen? Ah, der kann nicht, ne, weil er tot war. Kann er also nicht. Ja, dann trink mal hier so ein... Oh, die spirituelle Waffe kann zuschlagen. Ja, dann, hier so, bam. Passt. Astarion. Fehlschlag. So, was ist der Status von ihm? Er ist schlicht vergiftet. Kann ich hier noch einen? Die Bonusaktion habe ich alle verbraucht. Shadowheart hat sie nicht getroffen. Perfekt. Und jetzt hängt die hier oben. Hängt die auf. Ne, die hängt auf so einer Ecke, ne? Ja. Schade. So, ja. Hm. Kann ich die denn abschießen? Ist zu weit weg. Beistand brauchen wir jetzt gerade nicht. Astarion heilen hier. So, du hast mit deinem Rage hier was zu tun. Fernkampfattacken gehen doch auch, ne? Fehlschlag. Na, egal. So, die Spinnen sind alle verbrannt da unten. Gale. Gale kann eigentlich hier bleiben. Hier ist noch ein Einspieler drüber. Jetzt nicht mehr. Kann das Ding hier hoch? Hui. So, keine Vergiftung mehr bei Astarion. Mm.
Spinny ist jetzt irgendwie hier vorne. Weiß nicht, ob das irgendwie jetzt Lust hat, zu uns rüber zu kommen, ne? Was runter? Läuft jetzt mal runter. Fehlschlag. Muss man einmal. Ich guck mal ins Kampfprotokoll. Wie viel verfehlt Schattenherz? Schattenherz hat 18 und 2 gewürfelt. Hat plus 7. Ist schon ordentlich. Haben wir Glück gehabt, dass sie das jetzt zweimal nicht getroffen hat. So, wie sieht das denn generell aus hier mit dir? Resistenz gegen Gift, ja, das war klar. Lebensangriff, Netzwandler, verlangsamt durch eingesponnene Oberflächen. Rüstungsklasse 16. Ah. Prozent. 30% nur. Wir machen hier mal eine Runde Segen. Gehen wir mal hier in die Ecke. Braucht irgendjemand noch gut Heilung? Nee. So, schaffe ich es, an sie dran zu kommen? Noch nicht ganz. Mit einem Jump schaffe ich es auf jeden Fall. So. Komm mal her, du Spinni. Ist mit ein bisschen Barbaren-Rage. Rücksicht zu langsam. So. Den habe ich für den Jump gebraucht. Aber die hat jetzt auch erstmal über 100 Lebenspunkte. So, Gale. Feuerball. Fehlschlag. Du bist echt gut, Gale. So, kannst du hier rüberfliegen? Nicht genug Bewegungsreichweite. Dann. Brauchst du ein paar Runden, bis du hier drüben bist, so. Eis. Eispfeil. Sehr schön. Und damit wir nicht so sehr aneinander stehen, mal ein bisschen hier raus. Ah, das Vieh haut ab. Drecksvieh. Jetzt steht die wieder da oben. Komme ich da dran mit meiner Armbrust? Ja, mit 20. Fehlschlag. Blood comes easy these days. Ah. Glaub bloß nicht, du entkommst mir hier. Drecksvieh. So. May it please, Mister. Außer Reichweite. Die spirituelle Waffe. Astarion. Don't linger. Ah, jetzt wird es langsam gefährlich für ihn. Ich muss Shadowheart jetzt mal ein bisschen heilen. Ja, der Heilung. Das geht auf 9 Meter. I can't even catch my breath. So.
Asterix-Spinnenfieh. Wohl. Ja, nehme ich jetzt noch ein... Wird gemacht immer so 10 Schaden, ne? Nehmen wir die Sonder... Ding erstmal, um hier noch so ein... 16 Mal zu heilen. Rough Tempest I will raise on my way. So, komme ich an die dran? Ah, komme ich? So gut. Die spirituelle Waffe. Schwubbeldi-dubbeldi-do. Na gut, du hast aber hier schon deinen. So, den. Der kann auch extra sporten. Und dann nochmal allgemein sporten. Dann hier in die Nähe laufen zumindest schon mal. Schade, dass ich keine zweite Handarmbrust habe. So, das schützende Band ist weg. Gut, dass ich ihn geheilt hatte, sonst wäre er jetzt tot. Aber ich habe auch hier keine großartigen Heilungskapazitäten mehr über. So, ein bisschen was konnte ich noch. Come on, can't stay idle. So, Gegenstände im Inventar. Wo ist der zweite dicke Heiltrank? Hier. So, und dann gibt's wieder auf die Fresse, mein Freund. 11, jawohl. A tale for the ages. Auch wenn es nur wenig ist. Mal ein bisschen näher dran. Können wir mal inzwischen so eine Spinne looten hier. Gale, du Gale Things. Die spirituelle Waffe. Schnubbeldi-dubbeldi-du. So, und jetzt können wir ihm hier nochmal zweimal einen hinterhältigen Angriff machen, würde ich sagen. Ne? Oder einmal zumindest. Fehlschlag? Ja, geil. Richtig, so muss das sein. Fehlschlag. Und noch ein Fehlschlag. Ambibis. Yum, 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 yum. So. Ja, gut, dass ich so viel aushalte. Bam. Komm, Finisher. Wohl. Was hast du denn hier? Eine Giftmischerrobe. Giftspuren. Wenn der Träger einen Zauber wirkt, der Giftschaden verursacht, wirkt er zusätzlich Giftschaden. Ja, ist doch cool. So, und hier in unserem Lager ist leider der Typ gestorben schon wieder. Dann müssen wir schon wieder Leder beleben hier. So ein Dreck. Wir brauchen irgendwen auch noch im Lager, der auch noch diesen Wiedererweckens-Bell einfach nur so hat. Jetzt wird das auf Dauer ein bisschen teuer. Ja. Aber was wir auf jeden Fall machen sollten, ist uns mal hier die Robe anschauen. Mit Gale haben wir doch einen Giftzauber, oder? Ja, hier den Strahl der Übelkeit.
Das heißt, er kann diese Robe auch gebrauchen. Hier, zack. So, hier wollte ich ja nochmal den Helm irgendwie wegmachen, weil der so scheiße aussieht. So. So, Leute, kurze Rast. Enough sitting around. Let's go hurt someone. Toter Goblin wird gelootet. Und how delicious. Waren da noch eingesponnene Leute? Nee. So. Ich habe noch einen Heiltrank. Gail hat noch ganz viele Heiltränke, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen aufteilen. Flupp. So. So. Kann ich denn inzwischen schon wieder irgendwie was herstellen vielleicht? Ja, alchemiemäßig. Sieht nicht danach aus. Suspension haben wir hier noch, die wir machen können. Asche können wir hinmachen. Und Salze. Zwei sogar. Fünf Stück. Okay. Beschichtung. Wir können ein Öl der Präzision herstellen. Oder wir können hier, ja, wir können das Öl der Dings, wir können eine Resistenz gegen Feuer machen. Wir können ein Gegengift machen. Und wir können einen Heiltrank erschaffen. Perfekt. So. Passt doch, passt doch. So. Dann lass doch mal hier unten schauen, was die hier so... die hier so bewacht haben. Die Spinnies. Dun, 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 dun. Spinni, Spinni, Spinni. Phasenspinne. Ist auch irgendwie ein ganz merkwürdiges Konzept. Aber gut, ist